Ja, sehr geehrte Damen und Herren. Eine Stunde vor acht, sondern ich darf Sie ganz herzlich begrüßen an diesem schönen Morgen bei wunderschönem Sonnenschein in diesem schönen Klaus-Tschiere-Auditorium in unserem wunderbaren Haus der Astronomie, in dem wir heute hier zu Gast sein dürfen. Und ich denke, dieser Ort ist ein würdiger Ort für das, was wir heute erleben werden, nämlich ein Stück Wissenschaftsgeschichte hier gemeinsam und eine Stunde Vorfreude auf ein Stück Wissenschaftsgeschichte. Mein Name ist übrigens Guido Timm, ich bin wissenschaftlicher Geschäftsführer am Zentrum für Astronomie und mein Kollege Stefan Jorda hat mich gebeten, heute Sie und hier unsere Vortragenden ein wenig durchs Programm zu leiten, aber auch vor allem am Ende gegen 12 Uhr darauf zu achten, dass wir rechtzeitig fertig sind, um den entscheidenden Tastendruck zu erleben, den mein Kollege Legion später hier ausführen wird. Ich hoffe, es klappt dann alles. Sie haben natürlich schon einige Kommentare zu Gaia und der Leistungsfähigkeit und dessen, was dieser Satellit bringt, gehört. Der Herr Hasinger hat mir einige Worte aus dem Mund genommen. Ich hatte mir nämlich auch die Publikationsstatistik von Gaia angeschaut, aber ich lasse das jetzt. Gaia ist ein unglaublich tolles Projekt, muss ich sagen. Aber was mir ganz besonders am Herzen liegt, was ich hier nochmal erwähnen möchte, ist, dass ich seit 2009 am Astronomischen Recheninstitut arbeite und erlebt habe, was die Gruppe, die Gaia-Gruppe, ich sehe das nur lokal jetzt, weil ich es noch miterlebt habe, geleistet hat, um Gaia zu dem zu machen, was es ist. Das ist nämlich vor allem ein Projekt der Menschen. Und es steckt unglaublich viel Engagement und Herzblut und Energie da drin, Gaia zu dem zu machen, was es ist und das zu bringen, was wir heute erleben werden. Wenn man sagt, wir eröffnen einen Datenkatalog, klingt das so ein bisschen trocken. Und jemand, der nicht aus der Wissenschaft ist und nicht mit Gaia-Daten arbeitet, kann wahrscheinlich gar nicht richtig nachvollziehen, warum uns das alle so wunderbar begeistert. Aber lassen Sie mich das ein bisschen vergleichen mit etwas, was 1922 passiert ist. Das ist nämlich Howard Carter, das Grab von Tutanchamun geöffnet. Das war ein Event, das ging weltweit durch die Presse, durch die Medien. Und für die Archäologen war die Öffnung dieses Grabes ein unglaublicher Moment. Da haben sie alle drauf gewartet. Sie haben diese Grabkammer eröffnet, da war ein Schatz. Alles voller Schatz, Schätze, Juwelen, Gold und so weiter und so fort. Und so muss man sich das heute vorstellen. Für alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler weltweit ist der Moment um 12 Uhr, wenn dieser dritte Teil dieses Gaia-Katalogs eröffnet wird, sowas wie das Öffnen einer Schatzkammer voller Schätze. Und alle freuen sich darauf, können das gar nicht mehr abwarten, endlich diese Daten zu bekommen und mehr über unser Universum und unsere Milchstraße zu erfahren. In diesem Sinne möchte ich jetzt anfangen. Wir haben eine Stunde Zeit und kurz vor 12 werden wir rechtzeitig Ihren Bitten, den Katalog zu öffnen. Und ich beginne mit meinem Kollegen Professor Jordan. Er wird uns nämlich noch mal ganz kurz etwas dazu erzählen, wie Gaia funktioniert. Viele von Ihnen wissen das. Aber wir haben natürlich auch externe Zuschauer, die das gerne noch mal erfahren würden, was das für ein toller Satellit ist, was der alles leisten kann. Bitte schön, Stefan. Ja, danke Guido für die Einführung. Und es ist in der Tat ein toller Schatz, den wir hier betrachten. Und hier sind einfach ein paar Zahlen, die Sie auch auf der ESA-Webseite abrufen können, wenn Sie die noch mal im Detail haben wollen. Aber was ich am Anfang machen möchte, ist Ihnen ganz kurz erklären, was eigentlich Gaia ist. Und da habe ich einen kleinen Film hier, den wir dann starten können. Mit Gaia geht es um die Vermessung des Himmels, um die Position, die Bewegung und die Entfernung der Sterne, aber auch viele andere Messungen wie die Helligkeit. Und ein aufregender Moment war natürlich, als Gaia 2013 im Dezember gestartet ist und man nach jahrelanger Vorbereitung sehen wollte, ob der Satellit tatsächlich oben an seinem Beobachtungsort dann ankommen wird. Der erste Schritt war dann der Start, hat hervorragend geklappt. Und wir haben natürlich gebannt, ob dann die nächsten Schritte auch funktionieren, ob dann der Sonnenschirm, den Sie auch gleich sehen werden, entfaltet wird. Und die jahrelange Messung, die kommen jetzt erst danach. Und schon bevor das hier jetzt passiert ist, gab es natürlich eine jahrelange Vorbereitung von uns auf dieses Projekt, um dann mit den Daten auch möglichst schnell zu arbeiten. Sie sehen hier den Sonnenschirm, der sich gerade entfaltet hat, der Gaias Instrumente vor der Sonne schützt. Und jetzt ist Gaia bereits auf dem Weg gewesen zu dem Lagrange-Punkt L2, wo auch übrigens das James-Webb-Teleskop ist. Der befindet sich, wenn wir von der Sonne die Erde betrachten, 1,5 Millionen Kilometer in der Gegenrichtung zur Sonne und umkreist in einer oder umrundet in einem Orbit diesen Bereich.
Und Gaia hat zwei Teleskope, die, wie hier angedeutet, in zwei verschiedene Richtungen gucken. Hier sehen wir die Daten, die jetzt gerade aus einem der Gesichtsfelder kommen. Hier sehen wir die Daten, wie sie aus einem zweiten Gesichtsfeld kommen. Und beide zusammen werden dann auf einer gemeinsamen Fokalebene von Gaia detektiert und die eigentlichen Messungen werden stattfinden. Und in diesem oberen Teil hier von Gaia sind die wissenschaftlichen Instrumente, die auf einer torusartigen Montierung hier angebracht sind. Und hier sehen Sie den Lichtweg mit den 10 Spiegeln, bis dann am Ende das Licht auf diese Fokalebene fällt, wo dann die Messinstrumente sind. Und das werden wir uns auch gleich noch mal ein bisschen angucken. Wenn Gaia die Sterne aufnimmt, werden sie also auf der Messebene detektiert. Und Gaia rotiert währenddessen, und zwar einmal in 6 Stunden um die eigene Achse. Und das bedeutet, dass die Sterne dann über die Fokalebene wandern. Und in diesem Bereich werden die eigentlichen Messungen stattfinden. Da wird nämlich gemessen, wo ein Stern sich zu welchem Zeitpunkt befindet. Und zwar wird das mit einer Atomuhr hochpräzise gemessen. Die eigentliche Auswertung der Daten, um dann ganz präzise Messungen zu haben, die findet dann natürlich erst am Boden statt. Aber Gaia misst dann sozusagen schon, wo sind Sterne in dem Bereich, die dann später zum Boden gefunkt werden. Ein ganz wichtiger Punkt, gerade für unser heutiges Data Release, sind diese beiden Streifen von diesen CCD-Detektoren, wo niedrig aufgelöste Sternspektren, also die Zerlegung des Lichtes in die einzelnen Wellenlängen erfolgt. Und daraus kann man tolle Sachen schließen. Und dann im letzten Schritt gibt es noch einen hochauflösenden Spektrographen im nahen Infraroten, der dazu da ist, hauptsächlich die Geschwindigkeit der Sterne auf uns zu oder von uns abzumessen, aber auch dazu dient, zum Beispiel die chemische Zusammensetzung von Sternen zu messen. Diese Daten werden dann zum Boden gefunkt und dort findet, wie gesagt, die eigentliche lange Arbeit statt, jahrelange Arbeit, bis dann aus diesen Rohdaten am Ende ein toller Sternkatalog ist, der, auf den die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler weltweit wirklich warten. Ich will ganz kurz was zur Präzision von Gaia sagen. Stellen Sie sich vor, wir würden von der Erde aus in Richtung Mond gucken und könnten dort mit der Gaia-Genauigkeit, mit Gaia kann man das natürlich nicht machen, eine Beobachtung machen, und zwar da, wo die Apollo 11-Astronauten im Juli 1969 gelandet sind und wo wir den Fußabdruck von Buzz Aldrin sehen. Und mit einem Vorgängerteleskop von Gaia würde man mit der Genauigkeit sehen können, wie eine Lichtquelle, die wir auf dem Mond sehen, und zwar ist das der Hipparcos-Satellit, der 1993 seine Messung abgeschlossen hat und wo dann die Daten veröffentlicht wurden und der schon 100.000 Sterne hochpräzise gemessen hat. Da würde man so eine Verschiebung auf dem Mond sehen können mit der Genauigkeit des Hipparcos-Katalogs. Aber jetzt mit der Gaia-Genauigkeit haben wir hier 2 Euro-Münzen, die wir in seinen Fußabdruck gelegt haben. Das ist natürlich nur eine Vorstellung. Und da würden wir jetzt die Bewegung eines Sternes über diese beiden Münzen sehen können mit Hilfe von Gaia. Also so genau kann Gaia messen, so eine Bewegung darzustellen. Und das sorgt natürlich dafür, dass wir mit Gaia ganz tolle Sachen machen können. Und wir werden jetzt gleich einen Vortrag hören über die ersten Messdaten, die von Gaia gewonnen wurden. Ich darf meinen Kollegen René André vom Max-Planck-Institut hier auf dem Königstuhl vorstellen. Und er ist auch innerhalb DEPAC tätig, aber sein Steckenpferd sind vor allem die Spektren, die Gaia diesmal geliefert. Ist das richtig? Ja. Okay, und er wird Ihnen jetzt einige Dinge zu diesem Teil, neuen Teil, den der Gaia, den der EDR3 bringt, erzählen. Bitte schön. Ja. Dankeschön. Ja, also wie gesagt, mein Name ist René André und stellvertretend für die Gaia-Gruppe hier am Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg möchte ich Ihnen heute kurz etwas erzählen zu den BPRP-Spektren, also den niedrig aufgelösten Spektren, und den Sternparametern, die wir daraus ableiten. Erst einmal grundsätzlich dazu, wie diese Spektren, die niedrig aufgelösten Spektren, funktionieren. Diese basieren auf Prismen. Ja, und hier oben sieht man die beiden Prismen, die im Gaia-Satelliten verbaut wurden. Das Foto wurde aufgenommen, als der Satellit im Labor zusammengebaut wurde. Und generell ganz allgemein, wie funktioniert ein Prisma? Dafür gibt es hier ein ganz einfaches Bild von Wikipedia. Ja, also das, was das Prisma letztendlich tut, ein einfallender Lichtstrahl wird gebrochen und dann aufgespalten in die einzelnen Wellenlängen des Lichtes. Und diese Wellenlängen des Lichtes kann man dann sich genau anschauen, wie die Variationen sind, um etwas zu lernen über das Spektrum. In Gaia haben wir 2 solche Prismen. Wir haben ein Prisma für den blauen Wellenlängenbereich, also im Prinzip
vom violetten Bereich bis in den grünen Bereich. Und wir haben ein zweites Prisma für den roten Bereich, also rote Wellenlängen bis hin in den nahinfraroten Bereich. So, und wenn man dann mit diesen Prismen einen Stern beobachtet, dann bekommt man so etwas wie ein Spektrum, wie es hier aussieht. Dieses Spektrum, hier, wie gesagt, zwei Prismen, eins für den blauen Bereich, das ist dieses Spektrum, und eins für den roten Bereich, das ist dieses Spektrum. Und dieser Stern, den wir hier sehen, das ist der Stern 18 Scorpii im Sternbild Skorpion. Bei diesem Stern handelt es sich um einen Sonnenzwilling. Das heißt, dieser Stern ist von der Temperatur, von der Größe, von der Masse, von der chemischen Zusammensetzung her sehr ähnlich der Sonne. Und dieser Stern ist uns sehr nah, er hat 46 Lichtjahre entfernt, das heißt, er ist auch sehr hell, zumindest für Gaia-Standards. Mit einem bloßen Auge kann man diesen Stern gerade noch sehen, ohne ein Teleskop zu benutzen. Aber für Gaia ist er halt so hell, dass die Messung des Spektrums so genau ist, dass die Messfehler des Spektrums unter der Dicke der Linie, die ich hier benutzt habe, um das Spektrum selbst zu zeigen, verschwinden die darunter, sind völlig unsichtbar. Ja? Also so genau sind die Daten, mit denen wir es hier zu tun haben. Wir werden später noch zu diesen Sternen kurz zurück. Die Form dieser Spektren verändert sich, je nachdem, welche Eigenschaften der Stern hat. Hier habe ich das gezeigt, wie die Form des Spektrums abhängt, zum Beispiel von der Temperatur des Sterns. Dies sind hier ungefähr 100 echte Sterne. Und man kann zum Beispiel sehen, dass die heißen Sterne, die hier in Blau dargestellt sind, haben mehr Fluss im blauen und kurzen Wellenlängenbereich als im roten, im langwelligen Bereich. Und je kühler der Stern wird, umso mehr wird der Fluss verteilt von den kurzen Wellenlängen zu den langen Wellenlängen. So, die Tatsache, dass die Form der Spektren davon abhängt, welche Eigenschaften der Stern hat, ermöglicht es uns, anhand der Spektren die Eigenschaften des Sterns zu bestimmen. Ja, also indem wir im Prinzip die gemessenen Daten, die gemessenen BPRP-Spektren benutzen, gemeinsam mit Modellen von Sternen, also Modellspektren und Entwicklungsmodellen von Sternen und mit Hilfe von Machine Learning Methoden und Methoden der Bayesian Statistik können wir dann die Parameter des Sterns aus den gemessenen BPRP-Spektren bestimmen. So, und diese Eigenschaften, diese Parameter von den Sternen, die wir bestimmen können, dazu zählt die Temperatur des Sterns, die Größe des Sterns, also der Radius bzw. der Durchmesser, die absolute Helligkeit des Sterns und dann entsprechend auch die Entfernung, gegeben die absolute Helligkeit und die gemessene Helligkeit, daraus können wir die Entfernung ableiten, die chemische Zusammensetzung, auch wenn das sich immer noch als etwas schwierig erweist, sowie die Rötung aufgrund vom interstellaren Staub, der das Licht des Sterns auf dem Weg zu uns abdämpft. So. Insgesamt haben wir 470 Millionen Sterne auf diese Art und Weise analysiert. Das hat ungefähr 360.000 Rechenstunden gekostet. Und das Rechenzentrum, was wir dort dafür benutzt haben, war das Centre National d'Études Spatiales in Toulouse in Frankreich. Also CNES, das ist im Wesentlichen die französische NASA, für die, die es nicht wissen. So. Und was kann man jetzt mit diesen Ergebnissen tun? Auf der linken Seite ist ein Beispiel, wenn man sich die heißen Sterne mit hohen Temperaturen auswählt. Heiße Sterne sind tendenziell junge Sterne. Und wenn man sich vor Augen hält, dass die Sternentstehung hauptsächlich in der Milchstraße in den Spiralarm abläuft, dann kann man aus der räumlichen Verteilung der jungen, heißen Sterne versuchen, die Spiralarme der Milchstraße zu finden. Und das haben wir hier getan, in diesem Bild. Hier sieht man farblich die Überdichte, die räumliche Verteilung der Überdichte der jungen, heißen Sterne. Rot ist Überdichte, blau ist Unterdichte. Und die Datenqualität ist immer noch nicht perfekt, natürlich nicht. Deswegen habe ich hier mit Schwarz von Hand einskizziert. Mit Schwarz von Hand einskizziert, wo die Spiralarme sind, um das Auge ein bisschen zu leiten. Eine andere Anwendung ist auf der rechten Seite zu sehen. Anhand unserer der Radien, also der Größe des Sterns und der Entfernung, kann man zum Beispiel den Winkeldurchmesser des Sterns am Himmel berechnen.
Und hier ist das verglichen mit dem Winkeldurchmesser, den wir vom Boden aus gemessen haben. Und die Übereinstimmung ist ziemlich gut. Warum ist das interessant? Ganz einfach, also Winkeldurchmesser von Sternen vom Boden mit Interferometrie zu messen, ist ein sehr aufwendiger, teurer Prozess. Und das kann man nur für wenige tausend Sterne machen überhaupt. Wohingegen wir diese Größe für, wie gesagt, 470 Millionen Sterne gemessen haben. So, was kann man noch machen? Ich habe bereits erwähnt, die Rötung des Sternlichts auf dem Weg vom Stern zu uns aufgrund des interstellaren Staubs. Und diese Rötung kann man dann zum Beispiel benutzen, um die Staubverteilung zu kartieren. Und hier kann man zum Beispiel, das ist im Prinzip die Projektion der Milchstraße, und wir sehen, der meiste Staub befindet sich in der Scheibe der Milchstraße. Und wir können auch diverse Strukturen erkennen. Insbesondere habe ich hier hervorgehoben die große Magellanische Wolke hier unten. Und wenn man sich diese Region etwas genauer anschaut, dann kann man zum Beispiel sehen, also die große Magellanische Wolke ist eine Scheibengalaxie, ähnlich der Milchstraße, allerdings viel kleiner. Und man kann hier sehr schön sehen, auf der, der von uns abgewandten Seite der Scheibe ist die Rötung des Lichts stärker als auf der uns zugewandten Seite der Scheibe. Einfach weil es auf der abgewandten Seite muss das Licht einen längeren Weg zu uns zurücklegen und bewegt sich dabei mehr durch mehr Staub, interstellaren Staub, und wird entsprechend mehr gerötet. So, um das nochmal zusammenzufassen, unser Beitrag hier am MPR zum dritten Data Release ist im Prinzip die Parameter für 470 Millionen Sterne. Die sind, wie Guido das vorhin sehr schön gesagt hat, die sind eine Fundgrube, eine Schatzgrube, eine Schatztruhe für unsere Kollegen und natürlich auch für uns selber, wo wir die nächsten Jahre sehr viel drin graben werden hoffentlich sehr viel lernen werden. Aber, und jetzt kehren wir zurück zu dem Sonnenzwilling 18 Scorpi von vorhin. Wir geben die Qualität der Messdaten, können wir hier zum Beispiel sehr schön sehen, in diesem Differenzspektrum hier unten, das sind alles Modelle, verschiedene Modelle, die uns jeweils sagen möchten, wie sieht denn eigentlich ein sonnenähnlicher Stern aus. Und wie Sie sehen können, diese Modelle passen nicht zueinander und auch nicht zu den Messdaten. Das heißt, hier gibt es noch sehr viel Arbeit zu tun. Wir sind auch lange nicht fertig. Die BPRP-Spektren werden uns ermöglichen, sehr viele Sachen zu vermessen, wo Modelle noch verbessert werden müssen, um dann letztendlich auch unsere Sternparameter besser bestimmen zu können. Dankeschön. Sollten Sie noch Fragen an Herrn Dr. André haben, darf ich Sie bitten, sich die vielleicht bis zum Schluss zu merken. Da wollen wir noch eine Fragerunde machen können, wenn noch Zeit bleibt, alles in Ruhe durchgehen. Ich darf deswegen unsere nächste Sprecherin ankündigen, Frau Dr. Weingrill. Sie ist vom Leibniz-Institut für Astrophysik aus Potsdam und wird auch einen anderen Teil dieses neuen Datenschatzes erklären. Da geht es nämlich um die Radialgeschwindigkeiten, die wir von Sternen messen können, unter anderem. Bitte schön, Katja. Dankeschön, Guido. Ja, ich rede heute über die Komponenten im Gaia Data Release, die von dem Radialgeschwindigkeitsspektrometer kommen. Und zwar sind das die Radialgeschwindigkeiten und die Spektren. Und als die erste Frage mal, was ist überhaupt eine Radialgeschwindigkeit? Wenn man die Evolution der Milchstraße studieren will, dann braucht man dazu nicht nur die genaue Position eines Sterns, sondern man muss auch wissen, in welche Richtung bewegt er sich denn. Und die Radialgeschwindigkeit ist die Komponente der Bewegung, die sich auf uns zu oder von uns weg bewegt. Wenn sich nun ein Stern in direkter Sichtlinie auf uns zu bewegt, dann kann man das durch die Position am Himmel gar nicht bestimmen und gar nicht messen. Das ist die Frage, wie misst man das überhaupt? Man misst es über den Doppler-Effekt, und das ist eine Verschiebung der Spektrallinien, die man hier in schwarz eingezeichnet sieht in diesem Beispiel. Wenn der Stern sich auf uns zu oder von uns weg bewegt, verschieben sich eben diese Linien in dem Spektrum. Das heißt, man braucht ein Spektrum dafür. Und um ein Spektrum zu bekommen, hat Gaia eben den Radialgeschwindigkeitsspektrographen oder Radialgeschwindigkeitsspektrometer an Bord. Hier sieht man in Gelb die Prismen, das hat der René eben auch schon erklärt, die das Licht in seine Farben aufspalten. Und hier hinten sind die 12 Detektoren, die dann die Spektren aufzeichnen. Der größte Katalog, den wir im Moment haben, enthält 7 Millionen Radialgeschwindigkeiten, und das ist der zweite Gaia Data Release.
Und in einer Dreiviertelstunde ungefähr werden wir jetzt den dritten Gaia Data Release öffnen. Und dann werden wir nicht 7, sondern 33 Millionen Radialgeschwindigkeiten haben. Das ist ungefähr 5-mal so viel. Das ist eine unglaubliche Menge. Der größte Radialgeschwindigkeitskatalog jemals. Was wir in diesem Bild jetzt sehen, sind die Radialgeschwindigkeiten mit ihrem Wert aufgezeichnet. In dunkel sind Strukturen oder Sterne, die sich auf uns zubewegen, in hell Sterne, die sich von uns wegbewegen. Und diese Struktur, die man hier in der Mitte sieht, ist nichts anderes als die Rotation der Milchstraße. Und genau wie die Sonne um das Zentrum der Milchstraße rotiert, rotiert auch die ganze Milchstraße um sich selbst und innen eben ein bisschen schneller als außen von uns aus gesehen. Und das ist das, was man hier in der Hell-Dunkel-Struktur sieht. Und diese hellen Punkte übrigens, diese, auch die kleinen hier, das sind keine Artefakte, sondern die beiden kleinen hellen Punkte hier oder die größeren hier unten sind die Magellanschen Wolken, die große und die kleine. Der dunkle daneben ist ein Sterncluster und während die Magellanschen Wolken sich sehr schnell von uns wegbewegen, bewegt sich dieser Cluster 47 Tack, ist das auf uns zu. Und eben auch diese sämtliche Punkte, auch die kleinen da oben, sind eben, wie schon gesagt, keine Fehler. Nun habe ich gesagt, wir haben Spektren. Wenn wir schon mal Spektren haben, ist genau wie bei dem, was mein Kollege gerade erklärt habe, kann man viele andere Dinge und Informationen da auch noch rausbekommen. Zum Beispiel haben wir für fast alle der 33 Millionen Objekte auch die Helligkeiten für 32 in diesem speziellen Spektralbereich, den das AWS abdeckt. Wir haben Rotationsgeschwindigkeiten, das ist die Geschwindigkeit, mit der der Stern um sich selbst rotiert, um seine eigene Achse, für 3,5 Millionen Sterne. Und wir haben natürlich die Spektren selbst. Insgesamt sind 2,8 Milliarden Spektren, das war jetzt wegen des Englischen, ausgewertet worden. Und daraus sind 1 Million hochaufgelöste Sternspektren, die veröffentlicht werden. Und ein Beispiel davon sehen wir hier. Und während das, was der Herr André gerade eben gezeigt hatte, Spektren mit sehr breitem Wellenlängenbereich und geringer Auflösung sind, also man deckt das volle Spektrum im Prinzip ab mit BPAP, ist es im AWS so, dass wir nur einen sehr schmalen Wellenlängenausschnitt haben und den dafür aber hoch aufgelöst. Und deswegen sieht man hier diese Vertiefungen da drin. Und diese Vertiefungen sind nichts anderes als die schwarzen Linien, die wir auf dem ersten Plot gesehen haben, von denen wir die Verschiebung messen wollen. Und wenn man nun diese Linien hier studiert, dann kriegt man da eine ganze Menge Informationen raus. Nicht erschrecken über den vollen Plot. Der ist vielleicht ein bisschen für die Spezialisten unter uns. Das ist ein Farbhelligkeitsdiagramm. Denn wenn man die absolute Helligkeit eines Sternes über seiner Farbe aufträgt, dann stellt man fest, das ist gar nicht so eine gleichverteilte Punktwolke, sondern das hat eine ganz spezielle Struktur, nämlich diese Struktur hier. Und das Witzige jetzt daran ist, oder das Interessante, dass eben Sterne, die in einer ähnlichen Position in diesem Diagramm stehen, auch ähnliche Eigenschaften haben. So finden sich zum Beispiel oben links die A-Sterne, die relativ heiß sind. Und das sieht man hier auch in dem Beispielspektrum. Das Spektrum zeigt sehr breite, dicke Wasserstofflinien, die diese heißen Sterne auszeichnen. Wenn man zu kühleren Sternen geht, hier sind F- und K-Sterne eingezeichnet, da in der Mitte ist auch unsere Sonne, dann sieht man schon, dass das Spektrum wesentlich mehr Struktur hat. Da haben wir die drei Calciumlinien, auf die dieser Wellenlängenbereich ausgelegt ist, aber es sind eben auch viele kleinere Linien dazwischen und jede einzelne Linie kommt von einem bestimmten Element in der Sternatmosphäre und gibt uns daher Auskunft über die Eigenschaften dieses Sterns und seiner Atmosphäre. Wenn wir zu noch kühleren Sternen gehen, hier zu den M-Sternen, dann können sich sogar Moleküle in der Atmosphäre des Sterns bilden und dann hat man wieder noch weitere Linien. So, hier haben wir nochmal eine etwas vergrößerte Aufnahme eines Spektrums. Und man sieht unterschiedliche Spektren durchlaufen. Hier sind jetzt die Spektrallinien mit gewissen Farben hinterlegt, je nachdem, zu welchem Element sie gehören. In Rot ist Calcium und in Blau zum Beispiel haben wir Eisen. Und wenn man sich jetzt eine bestimmte Linie raussucht und die anguckt, dann sieht man, wie das variiert. Und dann kann man sich vorstellen, wenn man die Tiefe und Breite und auch das Vorhandensein der einzelnen Elemente überhaupt in einem Stern studiert, dass man dann daraus eben Informationen bekommen kann über die Oberflächentemperatur, die Oberflächenschwerebeschleunigung oder die Metallizität in dem Stern. Genau, hier habe ich noch eine Zusammenfassungsfolie der Daten, die jetzt im Data Release 3 von dem Radialgeschwindigkeitsspektrometer veröffentlicht werden. Und damit möchte ich schließen. Dankeschön. Vielen Dank.
Vielen Dank für den spannenden Vortrag und diesen neuen Ausblick auf die Radialgeschwindigkeit. Ja, wir sind auch alle gespannt. Stefan, uns etwas über die Chemie der Milchstraße, die man mit Gaia bestimmen kann. Ja, wir haben eben die Spektren von Frau Dr. Weingrill gesehen. Und wir sehen das Ganze nochmal. Übrigens, unten links ist immer ein QR-Code, mit dem Sie das Video abrufen können, wenn Sie wollen. Und Sie sehen also, dass man die chemische Zusammensetzung der Sterne auch messen kann auf diese Weise und natürlich viele andere Sternparameter. Das Witzige, dass Astronomen Dinge anders als Chemiker als Metalle bezeichnen, sondern sie bezeichnen als Metalle alles, was nicht Wasserstoff und Helium, was ja im Urknall entstanden ist. Und die verschiedenen Elemente, die werden ja erst in Sternen gebildet. Und im Laufe der Zeit reichert sich unsere Milchstraße immer mehr mit schweren Elementen an. Und das ist etwas, was man natürlich untersuchen und verstehen will. Dazu benutzt man natürlich wieder Gaia. Und hier sieht man, dass wir die Sterne mal eingefärbt haben, wie viele Metalle, also Metalle heißt, dass schwerere Elemente als Wasserstoff und Helium da drin sind. Blau bedeutet, dass die Sterne weniger Metallizität haben als unsere Sonne. Das Rot bedeutet, dass sie mehr haben und Grün so ungefähr so im Bereich wie unsere Sonne ist. Und jetzt machen wir einen Flug mit einem Programm, das heißt Gaia Sky, das Sie sich übrigens auch runterladen können, durch unsere Milchstraße und sehen Sterne unterschiedlicher Metallizität an uns vorbeifliegen. Und um das Ganze dann nochmal ein bisschen einzuordnen, gucken wir uns jetzt gleich die Milchstraße mal von oben an. Wir fliegen also mit diesem Programm, das ist übrigens wirklich sehr spannend, machen Sie das mal selber, und fliegen jetzt sozusagen mit Überlichtgeschwindigkeit oder Verletzung aller physikalischer Gesetze über die Milchstraße. Und da ist unsere Sonne und die Umgebung von Sternen, deren Metallizität, die wir auch gemessen haben. Und das ist so der Bereich, wo man sieht, welche Daten dort gemessen sind. Und da haben wir jetzt im Moment alle Sterne, aber wir konzentrieren uns und ändern auch nicht den Maßstab jetzt mal auf die Sterne, die besonders heiß sind, die ganz oben links in dem Diagramm sind, das wir eben bei Frau Weingrill gesehen haben. Und das sind also ganz besonders heiße, helle Sterne, die auch sehr jung sind, die nur nach astronomischen Maßstäben etwa 100 Millionen Jahre alt sind. Und da sieht man, dass links, da wo die Milchstraße das Zentrum hat, man Metallizitäten findet, die höher sind als bei uns in der Sonne. Ganz rechts, also weiter außerhalb der Bereichen der Milchstraße, sieht man, dass die Metallizität niedriger ist. Witzigerweise ist die Sonne in einem Bereich, wo eigentlich Sterne sind, die eine niedrigere Metallizität haben, was darauf hindeutet, dass unsere Sonne mal ganz woanders entstanden ist, nämlich weiter links, da wo das galaktische Zentrum ist. Das heißt, unsere Sonne hat eigentlich für ihre Position, die sie jetzt hat, eigentlich eine falsche Häufigkeit. Und das deutet darauf hin, dass unsere Sonne gar nicht da entstanden ist, in der Entfernung zum galaktischen Zentrum, wie man das heute hat. Und man sieht auch Spiralarme, also das, was wir vorhin in den Diagrammen gesehen haben, über die BPRP-Spektren, da konnte man sehen, dass man diese heißen Sterne, dass die sich dann auch in Form von Spiralarmen etwa andeutet. Und jetzt sieht man das Ganze nochmal von der Seite. Und das gleiche Diagramm, was wir eben von oben gesehen haben, gucken wir von der Seite, da sieht man wieder auf der inneren linken Seite, sieht man, wenn wir näher am galaktischen Zentrum sind, dass da die Metallizitäten höher sind und dass, wenn wir jetzt weiter nach außen uns bewegen, dass die Metallizitäten da abnehmen. Und das ist etwas, was uns etwas über die Entwicklung unserer Milchstraße sieht. Und jetzt sieht man auch noch die Bewegung der Sterne. Man sieht nämlich, dass die Sterne auf uns zubewegen. Und das sieht man nämlich auch deshalb, weil Gaia ja die Bewegung der Sterne misst im Laufe der Zeit. Und das ist etwas, was eben uns auch hilft, die Entwicklungsgeschichte der Milchstraße über die Jahrmilliarden zu verstehen. Und nicht nur die gesamte Metallizität, auch einzelne Elemente kann man studieren. In diesem Fall ist es das Element Calcium, woraus ja unsere Knochen bestehen. Und alle ihre Knochen-Calcium-Moleküle und Atome, die da drin sind, die sind mal in Sternen entstanden. Und hier sehen Sie also, wie viel Calcium in den verschiedenen Sternen drin sind. Da sieht man also auch unterschiedliche Daten. Und das alles ist etwas, was man mit Gaia messen möchte und wie man unsere Galaxis und die Milchstraße und ihre Entwicklung auf diese Weise studieren möchte. Dankeschön. Vielen Dank, Stefan. Was ich immer wieder sehr beeindruckend finde, das sind diese Animationen, die Stefan mit Gaia Sky macht. Das ist wirklich faszinierend. Ich kann auch nur jedem empfehlen, sich das selbst mal anzuschauen, wenn man dann sehr, sehr viel mehr noch lernt. Dort im Publikum sitzt übrigens Toni Sagrista, der dieses Programm entwickelt hat und dessen, bei dem ich mich ganz herzlich bedanken möchte für dieses tolle Programm.
Unser nächster Sprecher ist der Gerrit Leoner. Ja, herzlich willkommen, Herr Dr. Leoner. Er ist von der Technischen Universität Dresden. Aber es gibt noch einen Zusatz. Das nennt sich, wie heißt es, euer Observatorium nochmal? Lohrmann-Observatorium. Das habe ich nämlich vergessen. Dort genau. Arbeitet er und auch ein wichtiger Wissenschaftler innerhalb des DEPA-Konsortiums. Bitte ja, schön. Danke schön. Also, wenn man über Gaia redet, auch wenn Profis über Gaia reden, dann hört man eigentlich zu 99% über Sterne. Sterne, Sterne, Sterne und Sterne. Das Ziel von meinem kleinen Vortrag heute ist, Ihnen zu zeigen und Sie daran zu erinnern, dass Gaia nicht nur für Sterne gut sind, sondern auch für Nichtsterne. Gaia ist eigentlich für Sterne optimiert. Also wie es hier steht, also Gaia erkennt automatisch, welche Objekte zu sehen sind und welche aufgenommen werden sollen. Und da gibt es zwei Bedingungen eigentlich, grob gesagt. Diese Quelle soll hell genug sein und der Lichtprofil soll ausreichend Stahl im Zentrum sein, so wie hier aufgezeichnet ist. Wenn das der Fall ist, das wird analysiert, und wenn das der Fall ist, dann bekommt diese Quelle diese Fenster, über welche Stefan Jordan schon geredet hat. Und diese Sterne, diese Objekte werden dann aufgezeichnet und die Daten zur Erde geschickt. Unter diesen Objekten gibt es aber nicht nur Sterne, sondern viele andere Objekte, nichtstellare Objekte, die diese zwei Bedingungen erfüllen. Und zwar extragalaktische Objekte, Quasaren und Galaxien und auch Objekte unter unserer Nase sozusagen, Sonnensystemobjekte. Also wir nehmen diese Daten auf und der Punkt ist, dass Gaia erkennt automatisch, nicht automatisch, sondern auf der Erde können wir mit Gaia-Daten erkennen, welche Objekte wir eigentlich gesehen haben. Das ist ein sehr schwieriges Problem und es gibt mehrere weitgehend unabhängige Methoden, die basieren auf verschiedenen Daten. Helligkeit, auch in diese Fenster, wie der Fenster gefüllt ist, Variabilität, die Spektren, über welche wir heute schon geredet haben, Parallaxen und Eigenbewegungen, das sind die wichtigsten Parameter dafür in Astrometrie oder Teile von diesen Daten. Und diese unabhängigen Methoden basieren auf Machine Learning, auf bayesische Statistik. Dann gibt es auch Methoden zur Detektion ausgedehnter Objekte und sogenannte astrometrische Filterung, wofür wir in Dresden zuständig waren zum Beispiel. Und diese astrometrische Filterung von Quasaren ist ganz leicht zu verstehen. Eigentlich Quasaren sind so weit weg, dass die wahren Werten für Eigenbewegungen am Himmel oder Parallaxen, solche Wackelbewegungen als also Antwort auf die Bewegung der Erde um die Sonne, die sind winzig klein und können als Null angenommen werden, auch für Gaia-Genauigkeiten, sodass die scheinbare Parallaxen und Eigenbewegungen müssen wie Beobachtungsrauschen aussehen. Das ist der Punkt. Jetzt, wie können wir das also auswählen? Also das ist bestimmte Filterung und man kann unterschiedlich filtern. Man kann verschiedene zwei Ziele eigentlich verfolgen. Und zwar ein Ziel ist Vollständigkeit und anderes ist Reinheit. Also hier sind die Quellen. Alle zusammen und Zielobjekte sind rote Punkte und ungewünschte Objekte sind blaue Punkte. Und man kann diese Filterung schwächer machen, sodass wir fast alle Zielobjekte behalten, aber auch relativ viele falsche Objekte also in dieser Auswahl lassen. Das ist sogenannte vollständigere, oder wir können das vollständigere Auswahl nennen. Oder wir können stärker diese Filterung einstellen, was auch immer diese Filterung bedeutet. Und dann, wenn diese Filterung stärker ist, dann können wir
fast so machen, dass wir fast keine falschen Objekte hier haben, aber auch einige Zielobjekte werden dabei verloren. Und was besser ist und was schlechter ist, hängt wirklich davon ab, was eigentlich der Nutzer will. Und dementsprechend, wir in Data Release 3 haben zwei verschiedene Auswähle für Quasaren und auch unabhängig davon von Galaxien zur Verfügung gestellt. Einmal vollständige Auswahl mit über 6,6 Millionen Quellen. Davon sind vielleicht 50% nur von Quasaren, aber fast alle Quasaren sind drin. Und reinere Auswahl, wo wir sagen, dass es 95% der Quellen von diesen 1,9 Millionen sind Quasaren. Und dasselbe für Galaxien, also fast 5 Millionen Quellen für also in vollständiger Auswahl und fast 3 Millionen in reiner Auswahl. Jetzt, außer Tatsachen, dass das Quasar ist oder Galaxie, liefert Gaia sehr viele weitere Informationen. Zum Beispiel fast alle diese Quellen in vollständigeren Auswahl, für fast alle von diesen Quellen wurden Rotverschiebungen aus Spektren, aus diesen niedrig aufgelösten Spektren bestimmt von verschiedenen Qualität und unter Annahmen, dass das wirklich Quasaren sind. Und hier sehen Sie eine Darstellung von dieser manchen guten Spektren. Hier sind also Blue Photometer, also blaue und rote Photometer. Das ist Wellenlänge hier und das ist die Rotverschiebung. Und wenn wir so schneiden, dann bekommen wir entsprechend die Momentaufnahme für Spektren in blaue Photometer und rote Photometer. Und hier sind die wichtigsten Spektrallinien. Die Position von diesen Spektrallinien hängt natürlich von Rotenverschiebung ab und so merken wir das. Andererseits gibt es andere Methode und wir erkennen Hostgalaxien, also die Galaxien, in welchen diese Quasaren sich eigentlich gebildet haben. Und wir haben ungefähr 65.000 Hostgalaxien entdeckt. Und das ist zwei Beispiele, also das ist eine Aufnahme von der Erde von dieser Galaxie und das ist, was aus Gaia-Daten berechnet werden kann. Also diese Gaia-Daten sind natürlich viel genauer und viel besser. Das ist, was ich jetzt zeige, ist das, was wir besonders, also damit sind wir besonders glücklich. Vor 2 Jahren wurde diese astrometrische Filterung gemacht von Quasaren. Das war 1,6 Millionen Quasaren. Dann sogenannte Gaia Himmelsreferenzsystem 3, welche von IAU im letzten Jahr offiziell anerkannt wurde als offizielle Realisierung von Himmelsreferenzsystem. Und das ist eine Verbesserung und Erweiterung, was wir mit Gaia Data Release 3 Daten gemacht haben. Und hier gibt es 1,9 Millionen Quasaren. Und hier sehen wir zwei Sachen. Erstens, unsere zukünftige Arbeit in diesem Bereich haben wir keine Quasaren mit dieser Methode identifizieren können. Das ist, wo wir sehr, sehr viele Sterne haben in Milchstraße und nicht sicher sind, ob diese Quellen dann gut identifiziert werden konnten als Quasaren oder nicht. Auch dasselbe hier in diesen Bereichen, wo wir große und kleine Magellanische Wolken haben. Aber andererseits haben wir hier auch Bereiche, wo wir wirklich Lücken haben. Also hier, das ist die Dichte von Quasaren am Himmel. Also ihr blauer, das ist eine sehr niedrige Anzahl pro Quadratgrad und rote ist eine größere Anzahl. Und hier sehen wir so Lücken hier
oder hier. Und die Frage ist, ob das ein Problem von unserer Auswahl ist oder nicht. Und das ist erstaunlich, wenn man vergleicht mit dieser Karte, welche René André schon heute gezeigt hat. Das ist galaktische Extinktion. Man sieht, wenn man hier und her schaltet, sehr genau, dass da, wo wir hier zum Beispiel Lücken haben, wir haben wirklich galaktische Extinktion. Und das bedeutet, wir müssen dort auch weniger Quasaren haben, was eigentlich sehr, sehr interessant zusammenpasst und auch sagt, dass unsere Arbeit sehr hohe Qualität hat. Jetzt gehen wir in andere Richtung, kommen wir zurück zum Sonnensystem. Also Gaia macht eine Revolution in Sonnensystemforschung. Diese Revolution ist aber langsam. Ich sage jetzt warum. Also Gaia Data Release 3 beinhaltet Beobachtungen vor allem von 160.000 knapp Objekte des Sonnensystems. Da sind etwas über 23 Millionen astrometrischen Beobachtungen und 6 Millionen photometrischen Beobachtungen. Und auch Reflexionsspektren, über welche, wenn ich jetzt richtig verstehe, wir noch was sehen werden. Und der Punkt ist, also das Wichtigste an, für Sonnensystemforschung ist einerseits also physikalische Eigenschaften von diesen Körpern, dafür sind diese Spektren gut, aber auch die Bahnen. Die Bahnen sind sehr wichtig, weil wir, wenn wir gute Bahnen haben, können wir diese Objekte finden, auch später, Jahrzehnten später, auch wenn wir die nicht beobachten. Wenn wir schlechte Bahnen haben, dann verlieren wir diese Objekte, wenn wir diese Objekte nicht lange genug beobachten. Und hier sehen Sie die Genauigkeit von diesen Bahnen im Sinne von Genauigkeit von also große Halbachsen im Vergleich zu dem, was ohne Gaia möglich war. Und eins bedeutet, das ist ungefähr gleiche Genauigkeit. Und 100 bedeutet, Gaia hat 100 mal bessere Bahnen geliefert und 100 mal schlechtere Bahnen geliefert. Also schon nach 33 Monaten hat Gaia ungefähr 10.000 Bahnen geliefert, die deutlich besser sind, bis zwei Größenordnungen besser sind als das, was ohne Gaia möglich ist. Und das Problem, warum nur 1000, nur 10.000, Sie können sagen, das ist nicht so sehr, sehr interessant. Also um bessere Bahnen zu bekommen, braucht man länger zu beobachten. Das ist definitiv so. Und das sind die Simulationen, die dieser Zukunft zeigen, was wir erwarten sollen. Also rote Punkte hier, das sind wirklich wieder die Genauigkeit der Bahnen. Und das, die schwarzen Punkte hier, das ist, was ohne Gaia möglich ist. Rote Punkte, das ist, was wir erwarten sollen nach 5 Jahren Beobachtungen Data Release 4. Und hier 10 Jahren Beobachtungen, wir können erwarten, dass diese Bahnen ungefähr, meisten Bahnen, 100 Mal besser sein werden als die Bahnen von ohne Gaia-Daten. Und das ist die letzte, was ich sagen will. Die Genauigkeit der Gaia-Beobachtungen, von Genauigkeit der Beobachtungen von Asteroiden, ist 0,3 bis 10 Millibogensekunden, je nachdem wie hell dieses Objekt ist. Und das ist ungefähr, jede Beobachtung ist ungefähr 100 Mal genauer, 10 bis 100 Mal genauer als das, was wir ohne Gaia sehen, also haben können. Und deswegen haben wir viele kleine Effekte, die wir ohne Gaia gar nicht gesehen haben. Zum Beispiel Effekte der Form des Körpers, der Unterschied zwischen Schwerpunkt, für welche wir die Bahn berechnen können, und Photozentrum von jedem Punkt, zum Beispiel hier. Das ist für einen Asteroid namens Lutetia. Und ähnliche Effekte auch für binäre Asteroiden, welche also ähnlich, also wenn Sie ein Objekt haben, der aus zwei Körpern besteht, ähnlich haben Sie einen Unterschied zwischen Schwerpunkt und Photozentrum. Okay, das war's. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Sergej, für diesen Ausflug in die Welt der Quasare und der Asteroiden. Schon beeindruckend, was auch da Gaia wieder für uns bringen wird in ungefähr 14 Minuten. Ja, ich werde weitermachen mit den Asteroiden. Ich werde euch ein bisschen was erzählen über die Asteroiden. Und da sehen wir uns auch wieder ein kleines Video dazu an. Es geht nämlich um die Spektren, die Reflexionsspektren von Asteroiden, die man mit Gaia gemessen hat, die einem auch etwas erzählen über die chemische Zusammensetzung der Oberfläche von diesen Asteroiden. Und wir werden also hier weiter ein paar Animationen sehen mit Gaia Sky. Wir sehen also hier den Gaia-Satelliten, der natürlich auch nicht nur Sterne vermisst, sondern eben auch Asteroiden. Und schon der Gaia-DR2-Katalog hatte schon 14.000 Asteroiden in dem Katalog drin. Aber jetzt mit dem neuen Katalog kommen wir auf über 150.000. Da haben wir eben übrigens ein paar von den Orbits der Asteroiden gesehen, die eben auch aus den Gaia-Daten berechnet werden können. Und jetzt sind wir schon bei über 150.000 Asteroiden mit Gaia. Und das Besondere ist, dass man eben etwas messen kann. Wir haben ja gesehen, die BP- und RP-Spektren, die werden hier auch benutzt, um zu gucken, wie viel Licht wird abhängig von der Wellenlänge von diesen Asteroiden reflektiert. Und dazu benähern wir uns jetzt mal einem Objekt, das übrigens die ESA-Sonde Rosetta besucht hat, als sie auf ihrem Weg zum Kometen Churyanov-Gerasimenko geflogen ist. Dieses ist eines der Objekte, für die man ein solches Spektrum berechnet hat. Und das sehen wir hier. Wir sehen in dem Spektrum, dass da das Licht verschieden reflektiert wird. Am meisten Reflexion hat man im roten Bereich. Asteroid auch leicht rötlich. Und jetzt werden wir Lutetia besuchen, nämlich genau das Objekt, was wir gerade bei Professor Kleona gesehen haben. Das ist Lutetia und auch Lutetia ist besucht worden übrigens von der Rosetta-Sonde. Dieses Objekt ist etwa 50 Kilometer groß und das hat ein anderes Spektrum, das ist wesentlich flacher. Das ist nicht so extrem rötlich, sondern eher so ein bisschen bläulich. Und aus diesen verschiedenen Spektren, die man gewonnen hat, kann man sowas wie die Farben der Asteroiden messen. Viele von den Asteroiden bleiben weiß, das sind von denen noch keine solchen Reflexionsspektren gemessen wurden. Andere sind jetzt farbig dargestellt und diese Farben deuten eben etwas darauf hin, zu welcher Gruppe, zu welcher Familie die Asteroiden gehören. Hier sehen wir, dass die Asteroiden ja sich im Wesentlichen zwischen der Bahn des Mars und des Jupiter befinden. Und das sind jetzt der sogenannte Hauptgürtel. Und in diesem Gürtel befinden sich Asteroiden, die mal verschieden entstanden sind. Denn wenn Asteroiden kollidieren, dann kann Folgendes passieren, dass dann aus einem Objekt mehrere werden. Und hier ist ein Objekt auf dem großen Asteroiden Vesta mal eingeschlagen. Und die sind alle gelblich. Das heißt, die sind alle, haben sozusagen ein Mutter-Asteroiden, aus dem sie mal entstanden sind. Vesta ist ja so ein riesiges Objekt und dann die Flora-Familie, die sozusagen, die wir dann sehen und die eher rötlich ist und dann jetzt die Themis-Familie, die mehr bläulich ist und sich auch auf ganz anderen Orbits, weiteren Orbits befindet. Und jetzt gucken wir uns das übrigens nochmal von der Seite an, weil damit wir dann auch sehen können, wie die Asteroiden sich räumlich anordnen. Also hier sehen wir nochmal die Objekte, die von den Vesta-Satelliten Asteroiden entstanden sind. Hier sehen wir die von den Flora-Asteroiden kommen und hier von dem Themis-Asteroiden. Das heißt, wir haben also richtig gehend unterschiedliche Familien von Asteroiden, die man dann sehen kann. Und jetzt kommen wir noch auf eine ganz spannende Asteroiden. Das sind nämlich diejenigen, die die Erdbahn kreuzen. Davon gibt es in Gaia-Katalog über 400 Objekte, für die man auch teilweise sehr gute Orbits gemacht haben. Jetzt fliegen wir mal in Richtung Erde und wenn man sich jetzt die Erde anguckt, dann sieht man, vor lauter Asteroiden denkt man, die müsste andauernd getroffen werden von Asteroiden, aber das ist natürlich nur eine Illusion. In Wirklichkeit sind die Abstände natürlich viel größer und im Moment kennt man kein einziges Objekt, was mal auf der Erde einschlagen würde und da natürlich dann zu Katastrophen führen könnte. Aber es ist natürlich auch deshalb natürlich wichtig, die Asteroidenbahn in Zukunft zu bestimmen. Und was wir also jetzt sehen an den Gaia-Daten ist, dass die Gaia-Daten wirklich nicht nur ein Sternkatalog sind, das haben wir ja eben schon gehört, sondern wir sehen Galaxien, Quasare, wir sehen Objekte in unserem Sonnensystem. Und Gaia hat Einfluss mit den ganzen Daten auf praktisch alle Gebiete der Astrophysik. Das ist also nicht nur irgendwie ein bestimmter Bereich. Wir lernen was über die Milchstraße, wir lernen was über Asteroiden, wir lernen was über
das Alter unseres Universums, alle diese Dinge haben mit dem Gaia-Katalog am Ende zu tun. Und damit möchten wir unsere Präsentation von dem Inhalt des Gaia-Katalogs beenden. Und wir haben Ihnen eben auch ein paar wissenschaftliche Ergebnisse gezeigt, die von unserem Gaia-Konsortium, was aus mehr als 400 Wissenschaftlern besteht, gewonnen ist, um den Astronomen aller Welt zu zeigen, was mit dem neuen Gaia-Katalog möglich ist. Und da die besonderen Produkte, die wir ja in dem Gaia-Katalog haben, das sind die Spektren, die wir ja vorher in den bisherigen Gaia-Katalogen noch nicht drin hatten. Und die ergeben uns natürlich jetzt ganz genaue Informationen. Denn was nützt es uns, die genaue Entfernung eines Sternes zu kennen, wenn wir deren Eigenschaften nicht kennen? Und das wird uns Gaia in besserem Maße natürlich mit diesem neuen Sternkatalog und auch mit den weiteren Sternkatalogen, die noch kommen werden, dann leisten. Wir haben jetzt noch ein paar Minuten Zeit. Guido, ich übergebe mal an dich für Fragen. So, ich darf Sie um Ihre Fragen bitten. Ich schaue parallel immer mal in den Chat, ob dort jemand etwas fragt. Im Moment gibt es keine Frage in dem Chat zu der Veranstaltung. Gibt es Fragen Ihrerseits an unsere Vortragenden? Dort oben, Elena, bitte. Könnt ihr ein bisschen Informationen zum Doppelstern sagen? Habt ihr irgendwas? Ja, haben wir. Also, ich habe sogar ein Video, was ich dazu zeigen kann. Habe ich natürlich. Jetzt muss ich nur gucken, wo ist das? Hier. Das. Also es gibt für, starten, man hat natürlich jetzt in Gaia viele Doppelsterne gemessen. Insgesamt sind es, glaube ich, ich muss gleich nochmal die Zahlen nachgucken, damit es auch korrekt ist, sowas bei 800, ja, ich muss gleich die 800.000 Objekten, Entschuldigung, ich bin ein bisschen verwirrt. Und jetzt hier, jetzt sehen wir einige Doppelsterne. Das ist übrigens jetzt kein Doppelstern, sondern ein System mit einem Exoplaneten, wo man hier einen G-Stern hier umläuft. Und das kann man schön mit Gaia beobachten und auch den Orbit dann bestimmen durch die astrometrischen Daten. Und hier haben wir ein zweites Objekt, wo wir uns hinbegeben jetzt. Und das ist ein System, welches aus einem M-Stern, also einem rötlichen, sehr massearmen Stern besteht und das von einem Planeten umkreist wird, der ein Gasplanet ist. Und der wurde schon durch Radialgeschwindigkeitsmessungen vom Boden her bekannt werden, aber mit Gaia konnte man natürlich jetzt die Bahnneigung bestimmen und auf diese Weise die richtige Masse des Objektes bestimmen. Und wir haben auch noch vier weitere Objekte, die wirklich sehr, sehr interessant sind. Das ist ein weiterer Kandidat für einen Exoplaneten und der wurde wirklich durch die Gaia-Astrometrie entdeckt, also durch die genaue Wackelbewegung, die der Stern macht, weil von einem Planeten umgeben sind. Die laufen ja beide um einen gemeinsamen Schwerpunkt. Aber jetzt kommen wir auch zu den Doppelsternsystemen und zwar ein bisschen exotischere Doppelsternsysteme, die wir da haben. Und dem nähern wir uns jetzt ebenfalls auch. Und zwar sehen wir hier doch noch nur einen Exoplaneten um einen weißen Zwerg. Entschuldigung, weiße Zwerge sind ja Objekte, mit denen ich mich gerne schon beschäftigt habe. Und der hat eine Periode von 35 Tagen. Und der ist übrigens nur in etwa 10 Parsec Entfernung. Und jetzt kommen wir zu ein paar Doppelsternen. Und da kann man dann auch die Bewegung sehen. Man sieht nämlich, dass hier die beiden Sterne sind. Da ist ein unterstellares Objekt oder ein brauner Zwerg, der nicht so ein richtiger Stern geworden ist, der keine Kernfusionen gezündet hat. Und hier sehen Sie auch richtig die Wackelbewegung. Der Hauptstern, der wackelt hin und her, weil der braune Zwerg sich in diesem Fall um den Stern bewegt. Das heißt, beide bewegen sich um einen Schwerpunkt. Das passiert auch bei den Exoplaneten und kann man bei den Gaia messen, aber das kann man in dieser Darstellung nicht sehen. Und hier sehen wir zwei braune Zwerge, die einander um einen gemeinsamen Schwerpunkt sich bewegen. Man sieht mit Gaia nur die hellere Komponente von beiden. Die andere kann man aus den Daten schließen, welche sozusagen Masse die hat und dadurch kann man dann sehen, wie groß die Orbits davon sind. Also insgesamt sind in Gaia also auch viele Doppelsterne jetzt drin und ich werde gleich nochmal auf der Folie zeigen, die genaue Anzahl. Hier ist noch ein Sirius-ähnliches Objekt,
wo man also einen Hauptstern hat und einen weißen Zwerg als Begleiter in diesem Fall. Und die bewegen sich eben um ihren gemeinsamen Schwerpunkt. Und hier ist nochmal die genaue Anzahl der Objekte, die wir da haben. Und Doppelsternsystem 813.000 Objekte, das ist das, was da drin ist. Aber jetzt habe ich so viel geredet, vielleicht wollt ihr noch was ergänzen? Ja, ich kann sagen, dass also die entsprechende Gruppe in BIBAC, welche Doppelsterne veröffentlicht jetzt, sagt, dass die ganze 200 Jahre an Entwicklung auf dem Gebiet ist jetzt hinfällig und Gaia ist viel besser allein. Ob das eine Übertreibung ist oder nicht, können Sie selbst beurteilen, wenn die Daten in 5 Minuten veröffentlicht werden. Und die Massen sind auch schon angegeben, ne? Zum Teil ja, zum Teil. Also Massenleuchtkraft kann man machen. Ja, ja, zum Teil. Also nicht alle diese 800 haben gleiche Daten. Es gibt welche mit Bahnen, es gibt welche, wo nur Beschleunigung publiziert wird, also unterschiedliche Sorten von Objekten. Vielleicht darf ich an der Stelle kurz noch eine Frage von unseren Zuschauern einspielen. Und zwar fragt Eckehard Kaufmann, wie ist die Genauigkeit und Verlässlichkeit der astrometrischen Parallaxen in DR3, zum Beispiel wegen des Nullpunktfehlers? Ich denke, dass Sergei Tione das hat. Ja, erstens, in Data-Release 3 ist Astrometrie par Definition dieselbe, welche wir schon publiziert haben. Und in Early Data-Release 3 2020. Und die Genauigkeit hängt von Helligkeit ab. Und verschiedene Untersuchungen haben gezeigt, dass wir also globale Nullpunktverschiebung haben von 20 Mikrobogensekunden, welche aber ausgerechnet werden kann, korrigiert werden kann, wenn das interessant ist für die Anwender. Aber wir sind eben dabei, dann in Data Release 4 weiter das zu verbessern. Vielen Dank, Sergei. Hat sich keine weitere Frage im Chat? Ja, vielleicht kann ich noch ergänzen zu dem, was Sergei gerade sagte. Es ist so, dass wir im Laufe der Mission immer mehr auch die Gaia-Daten verstehen lernen und deshalb auch die Kalibration, für die ganz wesentlich auch hier in Heidelberg im ARI gearbeitet wird, aber vor allen Dingen auch in Dresden gearbeitet wird, dass das also etwas ist, was sie immer mehr verbessert. Und auch die Zeiträume, die da betrachtet werden, die bisherigen Daten sind aus 34 Monaten. Die nächste Datenveröffentlichung, etwa 2025, wird dann 5 Jahre Daten enthalten. Und dadurch werden also noch große Verbesserungen in dieser Hinsicht erwartet. Aber jetzt läuft der Countdown. Wir haben jetzt etwas mehr als eine Minute noch und werden eben gleich jetzt die Datenarchive öffnen. Ja, genau. Und das wird mein Kollege Joristi machen vom Astronomischen Recheninstitut. Und er wird gleich die Datenbank freischalten. Diese Datenbank existiert natürlich nicht nur an einem Ort, sondern auch europaweit an verschiedenen Servern ist sie zugänglich. Aber die werden alle zur selben Zeit geöffnet. Aber ich glaube, er hat noch was für uns vorbereitet. Wir werden nämlich sehen können, wie der Zugriff auf die Datenbanken nach 12 Uhr mittags plötzlich anwächst, wie eben weltweit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler besuchen, sich den Datenschatz zu sichern und gleich nachzuschauen, was man da macht. Wir haben es noch ungefähr 45 Sekunden. Hat ein bisschen was von Silvester, würde ich sagen. Ich kann dieses Prozess 1 Minute. Okay, das dauert ein bisschen. Ich habe leider vergessen, solche Leuchtfackeln mitzubringen, die wir dann pünktlich zu hören. Ist auch nicht erlaubt, gestanden. Eine Minute Countdown. 20 Sekunden noch. Ja. Runterzählen. Und Sie werden gleich sehen, dass Astronomen in aller Welt da sofort sich hinsetzen und Daten runterladen. Und wie viel werden wir sehen? Wir werden da auf den ESA-Server gucken, weil da noch mehr runtergeladen wird. Aber auch bei uns werden viele Daten runtergeladen. Und jetzt sind es noch 3 Sekunden. Und so, und jetzt geht's los. Jetzt schaltet er die Datenbank frei. Das Passwort. Und das war's. Checken. Die Dienste stoppen. Datenbank präparieren. Webseite präparieren. Die Dienste startet wieder. Die checken für die Dienste.
sehen, das dauert einen kleinen Augenblick und die ersten werden wahrscheinlich schon sehen, noch kommen die Daten jetzt nicht auf meinen Rechner. Ja. Das sieht gut aus. Hey. Und ich würde sagen, das ist ein Applaus wert. Und jetzt werden wir auch einen Stern uns angucken. Von den 1,8 Milliarden Sternen werden wir uns einen angucken. Und zwar einen Stern, von für die es eben auch Spektren gibt. Das ist ja das Besondere und das Neue an diesem Sternkatalog. Und jetzt zeigst du uns, was wir da sehen. Ja, man kann zum Beispiel die Namen gucken. Für ODID ist die gleiche Sterne oder die gleiche Quelle in die andere Gaia-Data releasen. Und dann gibt es drei Koordinatenpaare: die Vektorszension und die Deklination, das sind die Sternkoordinaten. Galaktische und elliptische, dann die Parallaxen, die Eigenbewegung. Also damit misst man die Entfernung der Sterne und die Bewegung der Sterne. Die Helligkeit der Sterne, die radiale Geschwindigkeit der Sterne, das Distanz. Und wenn die Sterne oder Quelle ein Spektrum oder Daten als Photometrie hat, man kann gucken, die Spektren in... Es gibt zwei Tippspektren, RBS und XP oder BPRP. Und man kann die Quantität oder die Bande auswählen. Und dann plotten und sehen die... Sind das jetzt zusammengesetzt aus dem BP- und RP-Spektrum so, dass sie sozusagen zusammenpassen und richtig kalibriert sind? Und daraus kann man jetzt eben die vielen Sternparameter auswählen, wie wir es vorhin aus dem Vortrag von René André gehört haben, die verschiedenen Sternparameter. Und aus dem anderen Spektrum, dem RVS-Spektrum, vielleicht schaltest du da nochmal drauf, daraus kann man jetzt die Geschwindigkeit auf uns zu oder von uns weg, mit der der Stern sich bewegt, messen. Und eben auch die chemische Zusammensetzung, die ja eine große Rolle spielt für das Verständnis der Sterne und unserer Galaxis. Die Isa-Webseite? Ja, und danach kann sehen wir diese Webseite mit den Aktivitäten in die... Ha, ja, sehr schön. Nordamerika ist noch nicht alles aufgewacht von den Astronomen. Man sieht, dass da noch nicht so viel kommt. Aber wenn wir da jetzt mal kommen, vor allen Dingen in Europa, haben wir also 17.000 Zugriffe auf die Datenbank inzwischen. Und Sie sehen weltweit in den letzten 24 Stunden, die haben jetzt erst begonnen. Also diese Statistik, die zeigt das. Und das, die meisten kommen aus Deutschland in diesem Fall übrigens. Man sieht ganz links, also über 9.000 Zugriffe, fast 10.000 Zugriffe, dann aus Spanien, Niederlanden. Also Sie sehen, weltweit wollen die Astronomen diese Daten sehen und was damit anfangen und dann eben damit arbeiten. Und das ist also ein Projekt, was auch nur möglich ist mit einer internationalen Zusammenarbeit, wie es in Europa passiert, wie es weltweit geschieht und die Daten, die wirklich dazu führen, dass fast 5 wissenschaftliche Veröffentlichungen pro Tag mit den Gaia-Daten gemacht werden. Ist das jetzt der Heidelberger Zugriff oder der in Spanien? Das ist der in Spanien. Unsere kommen noch dazu, aber das hier ist nur eine Übersicht, die jetzt eben sehr schön gezeigt ist. Willst du noch was sagen? Nein, unsere Statistik, wir machen... Ich habe eine Wechsel gemacht, aber unsere Statistiken sind monatliche Statistiken. Genau, also wir haben keine entsprechende Darstellung jetzt für unser Archiv, aber das wird garantiert auch genutzt, insbesondere eben, weil weltweit Leute dazugreifen, suchen sie sich natürlich die einzelnen Server, welche am schnellsten da funktionieren. Und was ich noch jetzt am Ende ganz kurz sagen möchte, ist, dass
All das natürlich auch einer Finanzierung bedarf. Und wir sind froh, dass das für die Raumfahrt zuständige DLR hier in Deutschland uns auch fördert, indem wissenschaftliche Mitarbeiter und Software-Ingenieure an diesen Daten arbeiten können und diese tollen Sternkataloge am Ende erzeugen können. Und wir wollten jetzt fragen, ob wir Frau Reul, die uns beim DLR betreut, ob die ein paar Worte uns sagen kann. Frau Reul, können Sie mich hören und können wir Sie? Guten Morgen, können Sie mich hören? Laut und klar. Perfekt, danke. Also ich danke Ihnen für die Einladung zu dieser Veranstaltung. Es ist immer eine Freude, hier in Heidelberg zu sein, wenn auch aber heute nur per Videokonferenz. Gaia ist eigentlich die Krönung der Astrometrie und Astrometrie ist wahrscheinlich einer der ältesten Forschungsgebiete der Astronomie. Astrometrie ist nicht nur für Astronomie wichtig, indem sie unsere Platz im Universum kartiert, sondern hat auch andere Anwendungen, zum Beispiel Navigation oder Zeitmessung oder auch bei Bezugssystemen. Die Astronomie ist einer der grundlegenden Schritte, auf denen unsere kosmische Entfernungsleiter steht. Und diese Messungen sind ein Teil der Informationen, die von Gaia erhalten. Die Ergebnisse definieren unser Gesamtbild von Universum, seine Komponenten und unseren Platz darin. Ein paar Worte über mich. Also ich habe Gaia von Anfang an verfolgt. Auch bevor ich für die Raumfahrtagentur im DLR zu arbeiten begann. Ich bin selbst Astronomin und eines meiner Forschungsgebiete ist die Astrometrie. Aber ich habe mit Daten gearbeitet, die aus Beobachtungen im Radioteil des elektromagnetischen Spektrums stammen. Aber wir waren uns alle dieser spektakulären Mission bewusst und warteten gespannt auf die Ergebnisse. Und jetzt ist es soweit. Gaia hat bereits 3 Kataloge erstellt und sammelt weiterhin Daten. Sie können sich also vorstellen, wie glücklich ich war, als ich hörte, dass ich die Person bei der Raumfahrtagentur sein würde, die Gaia folgen würde. Bei der Raumfahrtagentur haben wir den deutschen Beitrag zur Mission von Anfang an finanziert. Ich glaube, die erste Zuwendung wurde bereits 2005 mit dem Astronomischen Recheninstitut an der Universität Heidelberg begonnen, also lange bevor ich zum Raumfahrtagentur kam. Und seitdem sind auch das Luhrmann-Observatorium an der Technischen Universität Dresden, das Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg und das Leibniz-Institut für Astrophysik in Potsdam dabei. Und bis heute arbeiten wir erfolgreich zusammen und sind gespannt, was uns die nächsten beiden Kataloge offenbaren werden. Also wir schauen ein bisschen auch in Zukunft. Diese Art von Arbeit ist jedoch nur im Rahmen internationaler Kooperation möglich und erfordert Visionen, langfristiges Engagement und Risikobereitschaft. Dies hat im Fall von Gaia zu einem großen Erfolg geführt. Diese europäische Mission ist einzigartig und die Daten sind vielfältig nutzbar und geben einen faszinierenden Einblick in die Dynamik und Geschichte der Galaxis. Ich gratuliere also alle Mitglieder des Teams zu ihrer hervorragenden Arbeit. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg für die künftige Arbeiten am 4. und 5. Katalog. Und ich bedanke mich für die Gelegenheit, heute hier bei Ihnen zu sein. Danke. Ja, ich möchte mich auch bedanken bei unseren heutigen Sprechern, Katja Reingrill, René André, Sergei Kliona, Stefan Jordan, Jon Joristi, der alles aktiviert hat, und meine Kollegin Dr. Liefke, die mich so freundlich war, uns heute hier medientechnisch zu begleiten und alles zu machen.